Die Hacker blasen zur Gegenwehr, mit einer Rohrpost als Symbol. Denn die Überwachung des Internets müsse unbedingt eingedämmt werden. 2 Kilometer Rohre hat Melin verlegt. Diese sollen das Internet greifbarer machen. Die Knotenpunkte mit Staubsaugern stehen überall. Kongressbesucher können so Nachrichten, aber auch echte Gegenstände über längere Strecken verschicken. Sicherer als das digitale Internet ist das natürlich nicht. Die Spionage ist auch hier eingeplant. Das geht bei uns sogar ohne technische oder Computerkenntnisse, nämlich einfach mit einer Säge und einem Staubsauger. Wir haben aber für dieses Problem schon eine Lösung gefunden. Und zwar ist eine Säge sehr laut. Sprich, wenn man ein Mikro ans Rohr hält, dann kriegt man das auf jeden Fall mit, wenn da jemand dran sägt. Ob analog oder digital, mit so einfachen Mitteln wird sich kein Geheimdienst überlisten lassen. Das ist so gut wie jedem der fast 8000 Besucher im CCH klar. Gerade deswegen steht das Thema auch im Mittelpunkt. Das Hauptthema wird auf alle Fälle die NSA-Aufdeckungen von Snowden sein. CCC beschäftigt sich ja viel damit, aktueller denn je. Und ich bin mal gespannt zu sehen, was uns da noch alles erwartet und wie wir dagegen vorgehen können. Schon lange hat der Chaos Computer Club vor zu viel staatlicher Schnüffelei gewarnt. Doch das Ausmaß der NSA-Affäre hat sogar die Experten erstaunt. Ich denke, das Thema Snowden und die Veröffentlichung sind ganz zentral dieses Jahr. Einmal die technisch zu analysieren, aber zum anderen auch die Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Denn politisch haben wir nicht viel Hilfe zu erwarten, so müssen wir uns wohl erstmal technisch helfen. Für viele hier ist der ehemalige Geheimdienstmann Snowden dann auch Held und nicht Verräter. Aufklärungsarbeit über Grundrechte sei nötig. Viele Bürger wüssten nicht Bescheid, welche Rechte sie an ihren Daten haben. Wir wollen den Leuten erklären, was das bedeutet. Ganz konkret Rechte auf informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht, wie man zum Beispiel Auskunftsersuchen anstellt, bei Unternehmen, bei Behörden erfragt, was die über einen wissen, was die über einen gespeichert haben, aus welchem Grund, ob es überhaupt einen Grund dafür gibt, um da eventuell einzugreifen. Das analoge Rohrpostprojekt soll helfen, auch digitale Netze besser zu verstehen, meint Melin. Denn nur wer die Netze zumindest im Ansatz begreift, könne seine Daten schützen.